Im Moment dominieren in den Nachrichten die Bilder vom Sterben und vom Tod. Wir sehen Bilder von Kühlwägen, in denen Tote liegen. Oder hören, dass in New York sogar die Plätze auf den Friedhöfen knapp werden. An Ostern dominiert ein anderes Bild. Das Bild vom leeren Grab. Frauen sind gekommen, weil sie Jesus noch einmal waschen und salben möchten. Sie stehen vor dem Grab und stellen verwundert fest, das Grab ist leer. Sie hören eine Stimme, die sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Es braucht ein paar Momente, bevor die Frauen begreifen, was da gerade zu ihnen gesagt wurde. Doch dann laufen sie los, so schnell sie können. Sie rennen den Berg hinunter zurück nach Jerusalem. Zurück zu den Freunden Jesu. Denn das müssen sie unbedingt weitersagen. Kaum erreichen sie das Haus, in dem die Freunde sind, da rufen sie schon, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn ich in diesen Tagen bei Trauerfeiern auf dem Friedhof stehe, dann begegnen sich diese beiden Bilder. Die Bilder vom Tod durch den Coronavirus und die Bilder vom leeren Grab. Ich werde nächste Woche eine Däuflingerin bestatten, die am Coronavirus gestorben ist im Pflegeheim. Wenn wir ihre Urne ins Grab legen, dann werde ich verkünden, Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wir werden dann bewusst ein Osterlied singen. Denn das Entscheidende, was für uns seit Ostern gilt, ist, durch Ostern hat der Tod die Macht verloren. Er kann nicht mehr über uns herrschen. An Ostern hat Jesus den Tod überwunden und neues Leben von Gott geschenkt bekommen. Und deswegen bestatten wir auf dem Friedhof zwar die Asche eines geliebten Menschen oder seinen leblosen Körper, aber wir tun dies im Wissen und im Vertrauen darauf, dass das, was den Menschen ausgemacht hat, seine Seele, seine Persönlichkeit, dass die schon längst zu Gott gegangen ist. Dass Gott diesen Menschen zu sich geholt hat, seine Seele, seine Persönlichkeit, dass dieser geliebte Mensch weiterlebt bei Gott, an einem Ort, an dem er für immer bleiben kann, an einem Ort, von dem uns in der Bibel beschrieben ist, dass es ein Ort ist, wo es kein Leiden, kein Sterben und keine tückischen Krankheiten mehr gibt. Ein Ort, an dem es dieser Person gut geht. Auf dem Friedhof, spätestens da. Und an Ostern, in allen Häusern und allen Kirchen verkünden wir, Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. In unserem Kopf wechseln wir sozusagen die Bilder. Wir stellen vor die Bilder von Leiden, Sterben und Tod, die wir gerade so zahlreich sehen, das Bild vom Leben, vom neuen Leben, das uns durch Ostern geschenkt ist. Bei Gott, in einem ewigen Leben bei ihm, braucht es keine Plätze in Gräbern mehr. Sie blieben leer. Denn wir werden dort für immer leben und brauchen daher keine Angst vor Leiden, Sterben und Tod zu haben. Denn sie sind für uns ein Übergang zum neuen Leben. Denn an Ostern hat Christus dem Tod die Macht genommen.